Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid zu einer weiteren Folge LS19 auf der Karte Hof Bergmann mit euren. So, da sind wir wieder. Und wieder alle fleißig. So, Chris holt wieder. Holt immer noch Zeug für die BGA. Da ist die Liste. Ist aber noch mal viel da. Ist nicht mehr viel da. Yep. Naja, das war, hoffe ich mal, es reicht ein bisschen. Oh. Zwei, drei Ladungen wird schon ausholen. Ja, und Silageballen haben wir jetzt auch noch, also. Aber die müssen, die brauchen ja eine Weile, ehe die fertig sind. Normalerweise sind sie dann fertig sein, oder? Doch, Ballen sind immer gleich fertig, normal. Wenn sie gewickelt sind, sind sie fertig. Achso, ja, gut. Bei Season brauchen sie 3 Tage. Genau, okay. Okay, das wusste ich jetzt nicht, da habe ich jetzt keine Ahnung gehabt. Ja, bei Seasons brauchen sie ja 3 Tage. Ach scheiße. Muss ja wieder hoch. Bernd, du brauchst noch einen, gell? Ja, ich bin jetzt bei 81%. Okay, dann stellen wir gleich noch mal das Lager um. Vielleicht die Karte noch offen. So. Ja. Kommt die Treppe nicht hoch? So. Umstellen. Okay, umstellen. Ach, schönes Geräusch. So, da holen wir gleich nochmal. Das gut. Packchen raus hier. Bestätigen. Was war das hier Dünger, gell? Kriegst du die Fuhre noch voll, Chris? Ich schau gleich. Ja. Was ist los? Dann geht nichts mehr. Hallo? Aber ich denke schon. Voll. Okay. Mit welchem Feld soll ich denn anfangen? Das ist mir egal. Wie du möchtest. Das war jetzt Feld 2 und 5. Auf das eine machst, auf das eine kannst du Weizen machen, auf das andere machst, mach mal Roggen. Nee, nicht Roggen, Gerste. Und wie rum ist egal. Wir können auch auf beides selbe drauf machen, das geht auch. Ich lasse mal Saatgut vorsichtshalber hier unten stehen. Das doch zurückfahren. So, das soll ich gleich wieder wegstellen. Ne, ich lasse mal unten stehen. Da muss ich mal oben meinen Hof aufräumen. So. Hat das wieder falsch gefahren? Wie bitte? Nö, nö. Nö, nö.
Hab's ja vorhin schon gesagt, Bernd braucht ein Navi. Aber glaubt mir ja keiner. Ja, steht auch noch ein Sack. Ah, hier oben steht auch noch ein Sack Saatgut. Oh, ey. Im Ganzen stehen viele Säcke rum, wa? Ja. Und warum haben wir eigentlich die Maschinen für den Auftrag gemietet, wenn wir doch alles haben? Weil ich aus den Rest, was übrig bleibt, ich will ja nicht alles machen, wollte ich Gras für den Bunker dann noch abzweigen. Weil es bleibt locker eine Hängerladung übrig. Hätte man aber auch mit nicht gemieteten Fahrzeugen machen können. Ja, hätte man mehr Geld bekommen. Natürlich. Die. Mal hier Vierer. Achso, Bernd, hast du dir die Karte mal angeguckt? Ein bisschen, ja. Wegen der Toreinfahrt? Also das, nee, das noch nicht. Ich hätte jetzt allgemein nur noch mal über die Karte so ein bisschen. So, die Kälbchen sehen auch gut aus. Okay. Oben die Beinpresse ordentlich hinstellen. Und dann haben wir's. Weiß sie mir heute zu leise, der Tyson und der Christi sind doch wieder am Trinken. Nein, am Arbeiten. Voll beschäftigt hier. Voll beschäftigt, volle Konzentration, ja. Ja. F, Silo ist leer. Hast du noch Luft? Wie meinst du? Weil, den großen, oh, wie heißt das Teil, in dem Fermentierer? Da ist auch noch was drin. Wenn du es nicht schon rausgeholt hast, waren 11.000 Liter noch drin. Meinst du da neben den Silo? Da Ne, der. neben den Schülersilo meinst du? Genau. Ja, der ist schon leer. Er hat schon rausgeholt, ja. Ja.
So, Ordnung auf dem Hof. Da kann ich schon witterte Kühe ausmisten. Bin gespannt, ob die Sachen noch so stehen. Wie stehen? Na, Mähwerk, dann Ladewagen, Vorder, Ballenwagen, Presse. Mähwerk, Ladewagen, Beinwagen, Schwaderpresse, ja, steht alles jetzt wieder ordnungsgemäß da. Tipptopp. Ich habe gerade noch ein bisschen eingeräumt wieder. Tipptopp. Diesmal, wie lieb ich zu dir bin. Ja. Mag das nicht, wenn es so ein Durcheinander ist. Das stimmt. Könnt ihr mich da mal irgendjemand zum Händler fahren? Ich bin gleich so weit, da kann ich's machen. Dass ich unten den Trecker noch holen kann. Ja, mach ich sofort. Da hat der Chris extra ein E-Bike gekauft, ne, und du fährst nicht damit. Also, Chef. Was, du hast ein E-Bike gekauft? Wo ist denn das? In der Garage. Versteckt. Versteckt. Ich mach Schaden, ich kann nicht mehr rückwärts fahren. Tyson, die ganze Silage ist bei dir. Okay, passt. Einwandfrei. Da kann ich wieder verheizen. Oh ja. Aber ein bisschen sparsam, wir haben nichts mehr. Ja, dann kommt jetzt wahrscheinlich dann der lustigste Teil, ne? Das wäre. Schauen, die BGA am Laufen zu halten. Also sprich, heißt das, die ganzen Silos voll zu machen. Hauptsächlich die in der BGA oben mal so ordentlich Ja, voll. genau. Die da so mit Türen am Also Hof die, da. normalerweise müsste jetzt in dem, dass wir jetzt Puffer haben, die BGA-Silo oben langsam voller werden. Das eine. Solange wir jetzt noch Puffer haben. Naja, die Beine machen ja auch was aus. So ein Bein sind ja immer gleich 4000 Liter. Du müsstest. Dave? Ja? Wo muss ich dich holen? Wo bist denn du? Bin auf dem Hof. Da ist er. Da ist er ja. Meistens in der Küche beim Brotzeit machen. Aber wir machen einmal Brotzeit. Ja. Nein, ich hab gerade oben umgestellt. So, ich wollte doch noch was mit dir machen. Komm, Chris, aussteigen einmal bitte. Ach nö. Oh doch. Schnapp dir mal so eine Kiste. Ja, Und da ein müsste Weitler dann. erwischt Zimmer, Chris, weißt du ja. Ja. Und da müsste hier irgendwo dann befüllen kommen. Wenn nicht, stell's mal hin und geh mal so drüber. Die Kälber sind voll, Chef. Nee, es sind nur zwei. Ja. Also. Alle ab, alle ab. So, ab zur Apfelpresse. Gucken, ob es jetzt reicht. Machen wir jetzt unser erstes Weinfass. Apropos Weinfässer, wo sind denn die hin? Na? Bist du voll? Nee. Ah, jetzt. Ist voll, Chris? Ne, 81. Ne, 94. Ach Mist, ey. Wird doch kein Wein.
Ich will eigentlich Wein haben für unseren Hof. Haben wir gerade den einen Baum oder was? Nee, fünf. Hier steht noch einer. Oh, der ist leer. Na, das ist jetzt da drinnen. So, jetzt lasse ich dich mitfahren. Da zeige ich dir kurz die anderen zwei Bäume. Die sind nämlich auch noch leer hier links. Neben uns stehen drei Stück. Okay. So. Wieso piept denn der immer beim Blinken? Das ist normal bei dem. Echt? Ist das bei allen schon nicht so? Nicht allen, aber bei fast allen. Das ist also in echt beim Kumpel auch so. Ah, okay. Also ich schätze mal, dass das so, dass das nicht vergisst oder keine Ahnung. Was das genau für einen Sinn haben sollte. Ach du Blitzer. Der fährt nur 43, das ist der Vorteil. Okay, Glück gehabt. Oh, muss ich ja nochmal zum Händler runter. Warum? Ja, noch die befüllbaren Fässer wieder kaufen, die verschwunden sind. Die sich ja einfach in Luft aufgelöst haben. Hol ich nachher nochmal den Britschen-Anhänger und da kaufe ich nochmal drei Fässer. So teuer sind die ja nicht. Oder IBC-Tanks. Besser gesagt. Mann, wir sollten das wieder zahlen, ne? Wurstsemmeln gibt's nicht mehr seit längerem. Wie wisst ihr eigentlich, dass wir mittlerweile auf Diät gesetzt worden sind? Früher Wieso? gab es immer Leberkässemmeln oder Oh, sowas, aber oh. in letzter Zeit ja gar nichts mehr, ne? Ach so, hier steht ja sogar noch ein volles Fass. Da kennt man, dass das Schiff langsam spart. Ich spare nicht. Nicht mal mehr für die Arbeiter der Leberkäse sammeln über. Wahrscheinlich wird das die immer alleine futtern, ne? Oh, übel Schlauch. Bring den Schlauch nicht dran. Nee, ich drücke die falsche Taste. Hä? Boah, 380 ml, ne? Was 380 hast du? Ja. Oh. Das ist heftig. Gab es bei der Reifeisen Gabelstapler? Ich glaube, da stand einer, glaube ich, oder? Und ist da, also, wo wir letztens da den einen IBC gemacht haben, und ist da einer unten, ja. Warte, ich guck, weil ich bin eh noch hier unten. Ich glaube, dass da noch einer ist. Boah, 700 ms. Jawohl. Läuft, Wahnsinn. oder? Würde ich sagen. Ist aber bei dir heute nicht so berauschend. Dann habe ich wieder 30 und dann habe ich auch mal wieder 700. Meistens, wenn ich irgendwie wenden muss. Also leckt es bei dir ganz gewaltig. Oh, 800, oh, 1500, 2000. Aber du bist gut und deutlich zu verstehen. Naja, das liegt da nicht irgendwie. Ich weiß nicht, wo daran das liegt. Jetzt habe ich wieder 30.
geht ja noch. Aber dann geht es wieder hoch auf unermessliche. Aber wieso kann ich mich wieder nicht befüllen? Warte mal, ich fahr mal. Jetzt? So, 2000 passende Dings rein, gell? In der Fass. Ja, Ein Fass muss ich ja. noch kaufen, also knapp 4000. Kurz vorher aufhören. 3, 4, 6, 7. Ha, wo stehen die Hänger für die Dinger, also für die Für die Fässer? Palettenhänger? Ja. Oben. Oben. Warte, ich fahre eh damit hoch. So, ich muss den Schlauch wieder dran machen. Ah. Auf dem kleinen Hof steht der. Gehört der IBC-Tank bei der Reife ist auch uns. Ja, das ist ein Voller. Einen muss ich noch kaufen. Und da Ja, machen haben wir erstmal drei wieder. wir. Ja, dann hole ich schnell den Hänger und dann komme ich runter. Irgendwie habe ich immer nur die brutalen MS-Dinger, wenn ich hier runterfahre, ne? Wo runterfährst? Wenn ich die Wiese hier runter mähe zum Beispiel, dann haut es mir die MS hoch. Wenn ich jetzt wieder außen rumfahre und dann wieder da runterfahre, dann haut es mir wieder die MS hoch. So, ich kaufe jetzt noch ein leeres Fass. Und dann können wir die drei hochbringen. Chris, was will der mit dem leeren Fass? Der soll uns ein volles Fass kaufen, hallo? Ja, das ist ein Ding, das denke ich mir schon die ganze Zeit. Mann, immer leere Fässer, weißt du? Ich ja immer nur leer, leer, leer. Aber wenn er mal sagen würde, ich kaufe jetzt ein volles Bierfass, ne? Nee. Oh. Immer nur leer. Mein Bernd. Moin, moin. Werden wir auch schon wieder die Uhr im Bier versteckt haben. Ja, Der wird sich auch denken, boah, Chef rührt nie ein Bier raus, ne? Wahrscheinlich schon. gibt keine Leberkässemmeln mehr, kein Ja, Bier. eh, also. Ihr seid schon arme Schweine. Ja, Ja. wir Hey, kommen schon, Chris. wir kommen schon am Zahnfleisch daher. Aber das Chris, wir müssen uns einen anderen Chef suchen, der wird mittlerweile unsympathisch. vor dem Praktikum wurde mir da was ganz anderes Ja. erzählt. Ja. Bernd, denk dir nichts mehr auch. Ja, mir auch. Und so langsam, weißt du. Immer schön reden und was kommt? Ja. Nix. Nix, toll. Wie immer halt. Das Bi wird uns verboten. Wurstzettel bekommen wir nochmal, weißt du. Aber Also. Tyson, gell, erinnere dich nicht, hier dein Blitzerfoto war nicht billig. Ey, ja, mein Gott. Aber trotzdem kann man sich noch Leberkassemmel leisten. Was war das da? 400, gell? Nee. 540, glaube ich, war es. 540, krass. Das will bestimmt doch nur wieder auf eine neue Seemaschine sparen, ne? Ja, bestimmt. Ja, auf irgendwas spart er schon wieder, der Chef. Das merkt man doch. Oder er will auf den Drescher sparen, wie ich einen Chef kenne. Will er sich auf den Drescher hinsparen, ne? Kennt Ja, man einen doch. Drescher brauchen wir. Und wir brauchen ja auch noch einen Trecker für dich. Und für mich. Ach.
Ach. Oh. Die Unkosten. Jetzt muss man Lotto Ey, spielen. merkst du das, Chris? Der kennt immer nur die Umkosten, auch was Ja. wir eigentlich reinarbeiten, ne? Ja, Das immer sieht so. er nicht. Immer Also, der so. sieht immer nur die Umkosten. Immer nur. Aber Aber so. das. Aber weißt du, dass mal die Umsatzkosten mal ansagen würde, weißt du, was wir mit der PGA verdienen, was wir mit Ernte verdienen. Da ist ja nicht mal, das sind ja nicht mal die Bierkosten von mir und dir drin, also, weißt du? Und ich muss jetzt sowieso mit dem Traktor stehen bleiben, ich muss mir jetzt hier ein Bier suchen, ne? Ob hier in den Deutsch irgendwo ein Bier versteckt ist. Ah, der Kühlfach, ja cool. Aber Tyson, willst du wissen, was ich jetzt mache? Ich mache mir jetzt ein Bier auf. Ich bin ja unten in der Stadt, mehr unten im Dorf. Ich gehe jetzt gleich zum Metzger. Jawohl. Danke. Lass dir mal aufschreiben, ne? Ja, Lass aufschreiben, mein immer. Chef. Immer. Ich nehme auch mal zwei oder drei mit. Bernd mag sicherlich auch zwei oder drei Stück. Boah, zwei reichen. Ja, passt. Und zwei Bierchen. Soll sie aber dann so schreiben, dass vier Leberkässemmeln mehr ist, dass Bier nicht draufsteht, weißt du? Ja. So, meine lieben Freunde, das war's dann leider schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und bis dahin sagen wir bye bye. Servus. Tschüss. Oh, ist es jetzt wirklich aufgenommen?